Big Brother mit Urzeitkrebsen? Hört sich spannend an, oder? Ja, neben mir sitzt jetzt der Jakob und der hat mit seiner Ursuppe eine wirklich ganz interessante Formatidee. Jakob, was ist die Ursuppe? Alle Leute mögen Urzeitkrebse. Urzeitkrebse sind eines der erfolgreichsten Spielzeuge der Welt. Es wird eine Art 60 Tage währender Live-Blog sein über das gesamte Leben der Urzeitkrebse. Also wie sie aus den Eiern schlüpfen, wie sie fressen, sich paaren, neue Eier legen und dann nach ungefähr 6 Wochen wieder sterben werden. Aber wie tauchen wir jetzt wirklich ein in die Welt der Urzeitkrebse? Was hast du da genau vor? Meine Idee ist, dass es ein Live-Reportage-Format wird, also eine Live-Reportage gibt, die im Moment des Aufrufs generiert wird. Das heißt, es gibt Sensoren, die beobachten die Urzeitkrebse für euch und generieren daraus einen Text, einen ganz leicht zu lesenden Text. Und diesen Text könnt ihr dann auf Twitter wieder kommentieren. Und das wird wieder die neue Reportage, die extra für dich generiert wird. Über 60 Tage lang, Tag und Nacht, immer wenn du das aufrufst, bekommst du eine für dich zugeschnittene Reportage. Was könnte ich jetzt zum Beispiel als Twitterer beeinflussen? Könnte ich sagen, die kriegen heute nichts zu essen? Das haben wir gerade überlegt, genau. Im Prototyping-Prozess sind wir ganz am Anfang. Und die erste Idee wäre, über Twitter tatsächlich den Futterautomaten zu steuern, dass man twittert, Ursuppe füttern. Und dann wird der Futterautomat ausgelöst oder es twittert halt niemand, dann müssen die Urzeitkrebse hungern.